Herr, gib uns Mut zum Hören auf das, was du uns sagst. Wir danken dir, dass du es mit uns magst. Herr, gib uns Mut zum Leben, auch wenn es uns betrügt. Wir danken dir, du hast den Tod besiegt. Herr, gib Mut zur Arbeit, auch wenn sie nicht gefällt. Wir danken dir, wo du uns hingestellt. Herr, gib uns Mut zum Dienen, dort, wo es nötig ist. Wir danken dir, weil du ja bei uns bist. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Liebe Brüder und Schwestern, die wir uns tagtäglich auch im Glauben immer wieder versammeln. Gott sagt uns heute, und im Lied haben wir es gesungen, gib uns Mut zum Hören. Gehorchen kommt vom Hören, was Gottes Wort uns sagt. Wir sind es gerade, unser kleiner Kreis, die aus der Hoffnung leben. Und Papst Johannes Paul II., als er in Österreich verweilte, damals in Salzburg, sagte, wir sollen Hoffnung erleben und Hoffnung weitergeben. Das ist immer wieder die Frage an uns persönlich. Haben wir die Hoffnung erlebt? Können wir Hoffnung wirklich an andere weitergeben? Herr, gib uns Mut dazu. Wir wollen einen Moment inne werden, unsere ganze Hoffnungslosigkeit ihm geben und ihn bitten, dass er uns den Mut gibt, zu hören, um zu dienen. Ich bekenne Gott, dem Allmächtigen, und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken. Durch meine große Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen und euch und Schwestern, für zu beten bei Gott, unserem Herrn. Der mächtige Gott, er erbarme sich unser, er nehme von uns Sünde und Schuld und er schenke uns sein Heil. Herr, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Lass uns beten. Gott, du ewige Weisheit und Liebe, gib uns nahe, dass wir nach dem Vorbild des heiligen Bonaventura beharrlich deine Wahrheit suchen und nach immer größerer Liebe streben. Darum bitten wir, durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht, Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Epheser. Brüder,
Ich beuge meine Knie vor dem Vater, nach dessen Namen jedes Geschlecht im Himmel und auf der Erde benannt wird, und bitte, er möge euch aufgrund des Reichtums seiner Herrlichkeit schenken, dass ihr in eurem Innern durch seinen Geist an Kraft und Stärke zunehmt. Durch den Glauben wohne Christus in euren Herzen. In der Liebe verwurzelt und auf sie gegründet, sollt ihr zusammen mit allen Heiligen dazu fähig sein, die Länge und Breite, die Höhe und Tiefe zu ermessen und die Liebe Jesu Christi zu verstehen, die alle Erkenntnis übersteigt. So werdet ihr mehr und mehr von der ganzen Fülle Gottes erfüllt. Wort des lebendigen Gottes. Dank. Herr, gib uns Mut zur Stille, die uns so nötig tut. Wir danken dir, dass alles in dir ruht. Herr, gib uns Mut zum Glauben an dich, den einen Herrn. Wir danken dir, denn du bist uns nicht fern. Halleluja, halleluja. Halleluja, 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 halleluja. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Ihr sollt euch nicht Rabbi nennen lassen, denn nur einer ist euer Meister, ihr alle aber seid Brüder. Auch sollt ihr niemand auf Erden euren Vater nennen, denn nur einer ist euer Vater, der im Himmel. Auch sollt ihr euch nicht Lehrer nennen lassen, denn nur einer ist euer Lehrer, Christus. Der Größte von euch soll euer Diener sein, denn wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt, und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus, stärke unseren Glauben und vergebe uns die Schuld. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, der heilige Paulus schreibt uns einmal, und Paulus war ein gelehrter Mann. In allen Philosophien, im Griechischen sowie im Jüdischen. Und er schreibt: Alles, was ich gelernt habe, sehe ich zum Gegensatz zu dem, was ich gesehen habe, als das Mist an. Also als gar nichts. Also der große Lehrer, der Schüler Gamaliels, er sagt es. Und wir sind in einer Generation, die sich gerne Lehrer nennt. Und dann gibt es den anderen Part, die dort vielleicht ganz duckmäusig sind, sagen wir sie nichts, und meinen doch, sie seien es. Also keine falsche Demut, sondern das Wort Gottes muss in uns lebendig sein. So wie wir es heute auch in der Tageslesung, wir sollen genau wie die Heiligen fähig sein. Nicht nur in der Frömmigkeit, in der Länge, sondern in der Breite, in der Höhe und in der Tiefe sollen wir es ermessen können, was Gott uns gegeben hat.
Um die Tiefe zu verstehen, liebe Brüder und Schwestern, das sagt uns der heilige Paulus auch, muss ich auch die Tiefe erleben, nicht nur die Höhe. Um die Breite zu erleben, muss ich die Breite erleben. Ja, liebe Brüder und Schwestern, das ist es, was uns der heilige Paulus sagt, dass das alles, was in Christus ist, alle Erkenntnis übersteigt. Wir erkennen viel, auch Sie in Ihrem geistigen Leben bestimmt, die Sie sich immer wieder aufmachen, am Morgen jetzt in jenes Lob einzustimmen. Aber wir müssen uns letztendlich in die Erkenntnis hineingeben, was Großes auch an uns getan wurde. Denn so können wir wie Maria auf den Weg gehen und sagen, meine Seele, preist die Größe des Herrn und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. Denn der Mächtige hat Großes an mir getan. Liebe Brüder und Schwestern, das ist etwas ganz Entscheidendes, weil sonst bleiben wir an der Länge unserer Frömmigkeit stehen, wenn wir wirklich nicht die Tiefe und die Breite, die Höhe erleben, die uns Gott geschenkt hat. Amen. Herr, unser Gott, du bist es, der uns hineinführt und der Lehrer ist, der unsere Herzen öffnet für das, was du sagst, damit wir fähig werden, dich zu erkennen, bitten wir. Bewahre die Kirche in deinem Namen und lass alle eins werden, wie du mit dem Vater eins bist. Wir bitten dich, erhöre uns. Gib den Bischöfen und Theologen deinen Geist und lass sie offen bleiben für dein Wort und die Aufgaben unserer Zeit. Wir bitten dich, erhöre uns. Erleuchte alle, die aufrichtig nach dir suchen und lass sie auf Menschen treffen, ihnen dein Wort erschließen. Wir bitten dich, erhöre uns. Schenke den Gemeinschaften, die sich in deine Nachfolge gestellt haben, Wachstum nach innen und außen. Wir bitten dich, erhöre uns. Vollende den Glauben und die Hoffnung unserer Verstorbenen und nimm sie auf in dein Reich des Friedens und der Liebe. Wir bitten dich, erhöre uns. Herr, unser Gott, du hast den heiligen Bonaventura berufen, dort in Heiligkeit zu leben, zu lehren, lehre du uns auch heute, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Siehe, wir kommen, kommen mit Jauchzen, unsere Gaben zu bringen. Siehe, wir kommen, kommen mit Jauchzen, unsere Gaben zu bringen. Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt. Du schenkst uns das Brot, die Frucht der Erde, der menschlichen Arbeit. Wir bringen dieses Brot vor dein Angesicht, damit es uns das Brot des Lebens wird. Gepriesen bist du in Ewigkeit, Herr, unser Gott. Siehe, wir kommen, kommen mit Jauchzen, unsere Gaben zu bringen. Das Wasser sich mit dem Wein verbindet, zum göttlichen Zeichen, so lass uns diesem Kelch teilhaben, an der Gottheit Jesu Christi, der die Menschennatur angenommen hat. Gepriesen bist du, Herr, unser Gott. Schöpfer der Welt, du schenkst uns den Wein, die Frucht des Weinstocks, der menschlichen Arbeit.
Wir bringen diesen Kelch vor dein Angesicht, damit es uns der Kelch des Heiles wird. Gepriesen bist du in Ewigkeit, Herr, unser Gott. Herr, wasche ab meine Schuld von meinen Sünden, mache du mich rein. Betet, Brüder und Schwestern, dass mein und euer Opfer dem allmächtigen Vater gefalle. Der Herr nehme das Opfer an, aus deinen Händen, zum Lob und Ruhme seines Namens, zum Segen für uns und seine ganze heilige Kirche. Herr, unser Gott, sieh auf die Gaben, die wir am Gedenktag des heiligen Bonaventura dir weihen. Da wir getreu seiner Weisung uns selbst dir schenken, nimm mit den Opfer des Lobes auch uns an. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater im Himmel, zu danken und am Fest des heiligen Bonaventura deine Größe zu rühmen. Sein Leben aus dem Glauben ist uns ein Vorbild, die Botschaft seiner Predigt belehrt uns, seine Fürbitte erwirkt uns Schutz und Hilfe, durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn preisen wir dich in deiner Kirche und vereinen uns mit den Engeln und Heiligen zum Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Singt heilig, heilig, heilig bist unser Herr und Gott. Singt mit den Engeln, heilig bist du Gott, Zebaoth, im Himmel und auf Erden soll deine Herrlichkeit gelobt, gepriesen werden. Jetzt und in Ewigkeit, jetzt und in Ewigkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott, und all deine Werke verkünden dein Lob, den durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Untergang. Darum kommen wir vor dein Angesicht und bitten dich, allmächtiger, gütiger, barmherziger, ja treuer Gott, heilige diese Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, O Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in die Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit dem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Er mache uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem seligen Josef, ihrem Bräutigam, mit deinen heiligen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung der ganzen Welt, Frieden und Heil, beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie in Glauben und Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Ludwig und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone, alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind, und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir auch alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Erbarme dich unserer verstorbenen Brüder und Schwestern und aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt all die guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist Gott allmächtiger Vater in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Durch heilbringende Anordnung gemahnt und angeleitet durch göttliche Belehrung wagen wir zu beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und gib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Jesus Christus ist wahrhaft unser Friede, er ist unsere Versöhnung, deshalb bitten wir. Herr Jesus Christus, schaue nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche
und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geist. Gebt einander ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Das Sakrament des Leibes und Blutes Jesu Christi schenke uns ewiges Leben. Du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden. Seht Christus, das gebrochene Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde dieser Welt. O Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter meinen Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Lasset uns beten. Wir verkündigen Christus als den gekreuzigten Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Herr, unser Gott, du hast uns mit dem Brot des Lebens gespeist.
Gib, dass wir den Mahnungen des heiligen Bonaventura folgen und dir allezeit für diese Gabe danken. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag, damit wir immer mehr und mehr begreifen, die Länge, die Tiefe, die Weite, wie Gott in uns ist. Der Herr sei mit euch. So segne und behüte, begleite und stärke und heilige euch, der allmächtige, liebende Gott, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Gehen in Frieden.